Ja, hi meine Lieben. Heute kochen wir Linsen. Eine Art Ragout wollte ich machen mit Rindfleisch. Ich zeige euch jetzt sofort gleich die Zutaten und dann fangen wir auch direkt an. Ja, unsere Zutaten. Das Wichtigste, hier haben wir erst einmal Rind. Das sind ungefähr 400 Gramm. Schönes, feines Filet. Haben wir hier Linsen, rote Linsen. Sehr gesund. Dann haben wir hier unsere Möhre. Die wird gewürfelt, die Zwiebel wird auch so klein gewürfelt und die Kartoffel und die Paprika, unsere letzten beiden Zutaten, werden ebenfalls auch gewürfelt. Ja, wir fangen an mit den Linsen. In unserem Topf kommt nichts rein, außer die Linsen erstmal. So. Man sagt ein Teil Linsen, also wir haben hier eine Schale Linsen, also packen wir davon noch drei Schalen Wasser dazu. Also ein Teil Linsen, drei Teile Wasser. Das Wichtigste, wie bei allen Hülsenfrüchten, kein Salz dran machen. Wenn man Salz dran macht, die Kochzeit verlängert sich in einen gigantischen Rhythmus. Also wir lassen es erstmal 45 Minuten kochen, bei geschlossenem Deckel. Ja, wir nehmen hier so eine Scheibe vom Rind, sehr schön dünn. Und dann schneiden wir das einfach erstmal so in Streifen. Legen wir die alle zusammen, die Streifen. Und dann schneide ich die einfach so kleine Stückchen davon runter. Meine Linsen sind fertig. Ich gieße die jetzt ab mit dem Samt im Sud. Ich habe die schön breiig gekocht. Wir brauchen nämlich den Topf jetzt. Wir behalten das ganze Wasser. So, bitte nicht denken, dass der Topf dreckig ist. Wir packen jetzt unser Fleisch in unseren Linsentopf. Ohne Öl, ohne alles. Wir geben unsere Möhren dazu, dann die Zwiebel. Eigentlich ist die Reihenfolge an der Stelle auch nicht wichtig, aber wir geben alle unsere Zutaten rein, Paprika und zum Schluss unsere Kartoffel. Jetzt geben wir hier so ein großes Glas, ungefähr 200 ml Wasser dazu und packen unseren Deckel drauf und lassen das jetzt einfach schmoren. Wenn das Fleisch und die Kartoffeln alles gar sind, geben wir unsere Linsen dazu. So, unser Topf brutzelt vor sich her. Das Wasser ist fast verbraucht. Wir geben jetzt unsere Linsen dazu. Und jetzt lassen wir das einfach noch köcheln, bis es eine, ja, wie ich sag mal, einfach eine feste Masse hat. Wir wollen nicht, dass so viel Wasser drin ist. Also wir lassen den Deckel jetzt ab und kochen das jetzt einfach ein. Und dann zum Schluss wird gewürzt. So, hier ist nochmal ein Blick auf unsere Gewürze. Wir haben einmal ganz normales Urmeersalz genommen. Bon Chabé, ein bisschen Chili. Grad 15. Und Pfeffer. Ja, wir haben wieder mal ein Gericht, was schnell ist und sehr gesund und dazu auch noch richtig lecker. Ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Euer Chef Alemann.